Tja, wenn man etwas liebt, dann nimmt man viel in Kauf. Hast das Gefühl, das mit dem Liederschreiben kann ich auch. Zu Hause in der Bude, die ersten Gehversuche. Wir sind hier, um über eure neue CD, eure neue Platte, eure neue Kassette, euren neuen Tonträger, euer neues Tonband. Tonband gibt's auch. Gibt's auch. Ja. Ja. Ich habe ein Video von dir gesehen, wo du erzählst, dass es das auch auf CD gibt, als Hinweis an die jüngeren Leute, falls noch jemand so einen Tonträger hat. Jetzt lass uns doch ein bisschen zurückblicken. In der Zeit, als ihr begonnen habt, gab es noch keine CD im Geschäft, oder? Nein, es gab die CD schon. Ich weiß noch, ich war noch in der Schule und mein Englischlehrer hatte einen CD-Player. Und dann haben die mir erzählt, Alter, CD, das ist voll hammerneu und so, da kannst du Marmelade drauf schmieren und dann in den CD-Player legen. Und ich dachte damals schon, wieso sollte ich Marmelade auf einen Tonträger schmieren? Aber das kannst du machen. Ja, aber ich habe doch keine Marmelade kommt aufs Brot, Alter. Naja, also ich glaube, es gab die CD schon, aber wir hatten natürlich hauptsächlich hier Vinyl im Kopf damals. Haben wir die CD ausgesessen? Wir alten Musikliebhaber, die wir gerne Vinyl in die Hand nehmen, Texte lesen, die auf Beipacktexten sind, die wir die CD eigentlich nicht gewollt haben wir die ausgesessen? Also ich glaube, was passiert, was schneller passiert, als wir denken, ist, dass die digitalen Downloads sterben. Die gehen wahnsinnig zurück, weil die Leute tatsächlich sich entscheiden, entweder ich stream eh alles, ich habe meine Streaming-Plattform und ist mir doch egal, oder die meisten anderen, die wieder einen Wert, einen Bezug zur Musik haben wollen, die kaufen wieder mehr CDs und auch Vinyl ist wahnsinnig am Kommen. Das heißt, es gibt, was ich ja auch sehr bedauere, ist diese diese Entwertung von Musik über die Streaming-Plattformen. Du holst dir halt die neuesten drei Alben runter, hörst du vielleicht irgendwann oder nicht, vielleicht löschst du auch wieder, ist doch egal, ist ja eh immer da. Oder du kaufst dir hier zum Beispiel die 12-Inch von den Fantastischen Vier, dickes Vinyl mit Booklet, mit Fotos noch drin und der 7-Inch-Beilegung und hast was in der Hand. Und es gibt viele Leute, habe ich gehört, die haben gar keinen Plattenspieler, kaufen sie sich trotzdem, holen sich die CD dann entweder digital oder als Stream. Aber sie haben was fürs Regal und sie haben was sie sich anfassen können. Und das ist eine erstaunliche Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell schon passiert, dass wieder mehr Leute sagen, ich will das besitzen, ich will das haben, ich will das im Regal oder ich will das in der Hand haben. Wir haben jetzt in unserem aktuellen Magazin vom Wiener das Thema Handwerk. Es geht darum, dass Menschen tatsächlich wieder Dinge in die Hand nehmen wollen, wieder Dinge selbst herstellen wollen. Und da passt diese Platte jetzt auch tatsächlich sehr gut dazu. Ich habe sie in Wien aufgenommen, im Super Sense. Yeah. Kann man bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich mal Daumen hoch. Hammer. Hammerladen. Hammer, tolles Event auch gewesen. Echt, wow. War das für euch auch der Grund, dort hinzugehen, weil ihr auch mal wieder was händisch machen wolltet, weil ihr wieder Musik in Händen halten wolltet, tatsächlich, wenn man das so formulieren darf? Ja, es ist schon vom Ansatz her so ein geile Idee zu sagen, man kratzt da live quasi, man ritzt das, was man in dem Moment macht, in ein Vinyl direkt. Du hast keine Chance dahinterher, digital noch was zu verändern und das sind wir ja gewohnt. Ja, ich nehme dann einen Rap-Take 15 Mal auf und wenn was nicht stimmt, dann nimmst du halt aus dem zweiten Take der hinteren Teil, schneidest zusammen und Tonhöhen kann man ja auch korrigieren und so weiter. In dem Fall ist alles so auf Platte, wie es an dem Abend passiert ist. Es ist quasi ein Live-Mitschnitt ohne Korrekturen und wir waren tatsächlich nervös und das ist es hat einen hohen Wert in unserem Alter oder nach der Karriere bei etwas noch nervös zu sein. Da bist du echt dankbar für. Da denkst du, geil, Alter, ich hab Schiss. Endlich fühle ich mal wieder sowas wie Angst. Ja, das ist wie bei Asterix und die Wikinger oder so, die dir wissen wollten, wie das ist, wenn man Angst hat. Die Normannen waren das. Ja, Asterix und die Normannen. Die Normannen, Entschuldigung, genau. Und dazu muss man einfach mal in Super Sense gehen und so eine Live-Platte aufnehmen. Da weiß man wieder, wie sich die Normannen nie fühlten. Siehst du dich als Verlierer oder als zweiter Sieger? Letzter Underdog oder erster Überflieger? Bist du nur Pausenclown oder ist das hier Satire? Ist nicht der größte Zauberer auch nur ein Trickbetrüger? Nie dazugehört oder nur nicht viel geredet? Bleibst du Super-Nerd oder wirst du Koryphäe? Warst du bescheiden oder einfach bescheuert? Auch du wirst automatisch älter oder Manuel Neuer. Jetzt war dir ja immer eine Band, die ein bisschen Vorreiter war bei vielen Dingen, Dinge als Erste gemacht haben oder als Erste auf die Spitze getrieben haben, Dinge eskalieren haben lassen, unter anderem auch Unplugged damals. Jetzt haben wir ein Problem mit MTV Unplugged, mit dem Andreas Gabalier. Wenn du hörst, Gabalier. Ah, stimmt, ihr habt irgendwie Diskussionen deswegen, ne? Genau. Ob der jetzt Unplugged machen darf oder nicht. Genau, darf er? Ja, natürlich darf er.
Darf da jeder machen, was er will. Ihr müsst euch ja nicht angucken. Und ihr müsst auch nicht gut finden. Aber man kann doch jetzt einem nicht verbieten. Dass... Also Unplugged ist, glaube ich, auch nicht mehr so die heilige Marke, die es mal war am Anfang. Es geht ja einfach nur noch, ist ja klar, das ist eine Marke nach wie vor, MTV Unplugged. Und da sind gewisse Richtlinien dran, eben der akustischen Instrumente und so weiter. Aber ich würde, also du kannst keinen Musiker jetzt verbieten. Du darfst es nicht machen, weil du bist nicht... Was ist er nicht gut genug oder ist er nicht politisch korrekt genug? Ich glaube, das ist ein Problem, ne, was ihr habt mit ihm. Ich kenne ihn jetzt nicht, ich höre auch seine Texte nicht und seine Lieder. Insofern kann ich da jetzt nichts dazu sagen, inwiefern er wo angesiedelt ist in seiner Denkweise oder in seinem Ausdruck. Aber im Prinzip kann jeder, glaube ich, also sollte jeder Unplugged machen dürfen. Okay. Anderer Österreicher, den ihr auch zitiert auf dieser Platte, ist Falco, ja. Den ihr ehrt, glaube ich, auch mit dadurch, dass ihr die Nummer ein bisschen, also ziemlich stark umtextet. Falco hat nächstes Jahr einen runden Geburtstag, ich glaube, den 60er. Oh. Wird es große Feierlichkeiten geben. Was war denn der für euch in eurer Jugend? Hat der eine Rolle gespielt? Ja, auf jeden Fall. Also Falco, wobei wir haben ihn ja auch ein, zwei Mal getroffen. Er hat ja selber abgestritten, dass er jetzt so der große Rapper war oder aus dem Rap, ne, kam, aber er hat für uns schon als einer der Ersten diese Sprache in der Form verwendet und das ist ja, das Grandiose ist auch diese Mischung aus Englisch und Deutsch bei ihm, die finde ich sonst nur bei Trio. Mhm. Trio hat auch einen Weg gefunden, auf ganz natürliche Weise Englisch mit Deutsch zu mischen, das habe ich sonst nie gehört. Das sind die beiden Bands oder der Falco und Trio, die Künstler, die das meiner Meinung nach wahnsinnig gut gemacht haben. Dann hat er Da haben sie ja auch ganz viel Schrott produziert, das vergisst man dann gerne mal, ist auch okay. Er hatte nämlich auch dann die großen Nummern, die großen Hits und so. Und die bleiben uns natürlich allen in Erinnerung. Persönlich, wie du ihn ein-, zweimal getroffen hast, kannst du jetzt auch nicht so viel über ihn sagen. Aber insgesamt schon einfach seiner Zeit wahnsinnig voraus und tierisch avantgardistisch und gleichzeitig sehr populäre Musik gemacht. Also Hut ab. Ich finde schon, dass er Großes geleistet hat. Und die alten Österreicher vom Fendrich über Ambros und das Zeug habe ich damals natürlich auch alles gehört. Die Plattensammlung von meinem Bruder abgekauft, damals für 1000 Mark. Aber okay. Es war eine große Plattensammlung, inklusive Stereoanlage, war also ein gutes Geschäft. Und da war auch natürlich, ne, vom Watzmann über andere großartige. Hier, Konstantin Wecker ist er nicht auch? Der Wecker? Der ist Deutscher. Ja, stimmt, sorry, falsche Ecke. Aber einige österreichische Liedermacher dabei in der Sammlung, die ich auch sehr gerne gehört habe, das war schon die alte Schule. Aber die neue Schule zeigt auch, und Money Boy sei hier auch nicht unerwähnt, es gibt wahnsinnig viel Talent hier in diesem Land. Ja. Ja, oh ja. Na, ey. Ja, da muss man drauf kommen auf sowas, ne? Muss man auch, ja. Lass uns über die Zukunft ein bisschen sprechen. Neue EP ist jetzt heraus mit neuer Single, die dabei ist. Ihr seid jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz wieder auf Tour in den nächsten Wochen, Monaten. Was erwartet uns speziell beim Wien-Konzert? Also wir haben unseren DJ dabei, der ist nicht nur irgendein DJ, ist DJ-Weltmeister. Ich glaube Red Bull-Weltmeister von vor 4 Jahren, aber das streicht man. Der ist Weltmeister, einmal Weltmeister, immer Weltmeister. Deutschland ist auch Weltmeister. Der Fußballweltmeister damals. Und hier ist der Hausmeister, also Meister aller Klassen an allen Ecken. Und der DJ-Weltmeister ist mit uns auf Tour. Er komplettiert, sagt man, glaube ich, die grandiose Liveband, die wir auch schon seit Jahren haben, und gibt unserer ganzen Show aber nochmal so geile Elemente rein, dass du wie beim Plattenauflegen quasi plötzlich von einem Song in den anderen switcht, mit dem Zwischenkratz, oder dass dann mal zwischen Band und DJ so eine Art Interaktion passiert, die Band spielt, was der DJ kratzt und so weiter, und noch ein paar andere Gags und Tricks. Das ist also sehr geil. Wir machen so ein bisschen eine Zeitreise durch auf dem Konzert von den Anfängen, wo wir dann auch natürlich nur DJ und Band haben, DJ und 4, bis hin dann eben zum Jetzt, inklusive neuer Single, neuem Album, an dem wir arbeiten. Tour, jetzt Tour, nächstes Jahr das Album fertig machen, wenn's klappt, Ende des Jahres dann das Album. Dann reden alle schon vom 30-Jährigen, was 2019 ist, ist Gott sei Dank noch ein bisschen hin, aber irgendwas lassen wir uns da auch noch einfallen. Und dann überlegen wir nochmal, ob wir das gesundheitlich noch heute. Nur Spaß. Ja. Ne, aber das sind schon mal, die nächsten Jahre sind schon mal gedeckelt. Was ich aber auch gut finde, weil wir sind nicht so gut im Zukunft voraussagen. Aber wenn man so einen Plan hat und man weiß, was man die nächsten Jahre machen will, gibt einem auch so eine Sicherheit in die Zukunft schauen.
tatsächlich so eine Art Jobsicherheit in einer Branche, irgendwas mit Medien, wo sie heutzutage gar nicht mehr so einfach ist, vorausplanen zu können. Genau. Hättest du dir das gedacht damals, dass du im Jahr 2019 noch Hip-Hopper bist? Ich weiß nicht, was ich habe damals, glaube ich, wenig gedacht. Aber der Michi hat schon mit Lauschgift war der Moment, wo der Michi sagte, das wird nichts mehr, es geht zu Ende. Und das hat er dann, also 5 Platten lang hat er gesagt, ja, aber jetzt, also das war die letzte quasi. Und dann waren sich Michi und Smooter auch mal einig, das ist die letzte Platte. Das hat mich sehr geschockt. Das haben die echt selber geglaubt und ich auch, dann 2 Jahre lang oder so, bis dann der einer gesagt hat, was interessiert mich mal blödes Geschwätz von gestern. Und mittlerweile haben wir einen Leitspruch, der heißt Fanta 4 Forever, Baby. Und das bedeutet, dass das Ende, nachdem wir es 20 Jahre lang gesehen haben und zum 20-Jährigen alle gesagt haben, jetzt stellt euch doch nicht so an, wir jetzt eigentlich seit dem 20-Jährigen denken, stimmt eigentlich. Mhm. Was soll der Scheiß? Ja? Über was soll man da jetzt nachdenken? Wir werden es schon merken, wenn Ende ist. Und bisher ist es dann doch nicht in Sicht. Harter Schnitt. Ich lese den Satz vor und du vervollständigst ihn. Ja. Den ganzen Tag versuchst du zu befehlen, was ich machen soll. Nicht schlecht, der ist nämlich nicht mehr von mir. Den ganzen Tag versuchst du zu befehlen, was ich machen soll. Schmock, Smudo, Strophe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann das nicht mehr hören. Ich hab die Nase voll, Schnauze voll, Fresse voll. Du kriegst die Fresse voll. Mein Tisch, ach, hör doch auf. Du kommst mir in die Quere, du läufst in meinen Lauf. Das bin ich. War das jetzt das gleiche Zitat? Da muss ich alles zurücknehmen, das ist genug von Thomas D. Den ganzen Tag versuchst du zu befehlen, was ich machen soll. Ich kann das nicht mehr hören, ich hab die Nase voll. Sagen deine Füße unter meinen Tisch, ach hör doch auf, du kommst mir in die Quere, du läufst in meinen Lauf. Wie oft willst du mir noch erzählen, wer der Herr im Hause ist? So, oh Gott, it's been a long time. Nächste. Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt und nach langen Zeiten leichtes Spiel. Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt. War nach einer langen Zeit ein leichtes Spiel. Dich einfach wieder mal nur zu berühren, du lässt dich nur verführen, um irgendwas zu spüren. Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Haha, ging's dir beschissen, fingen wir dich auf, hopp. Und ging's dir besser, waren wir auch dabei. Klar hat es ausgereicht, aber wir brauchten Zeit. Dann sagt Smudo immer, wir mussten beide noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Und dann guckt Michi Beck immer und sagt, einfach. Und das beim Konzert. Jedes Mal. Und er verbessert ihn jedes Mal. Und Smudo hat schon 100-mal gesagt, bitte Michi, verbessere mich nicht da. Es ist einfach schwierig und manchmal ist einfach oder beide oder weiter ist doch auch okay. Sagt der Michi, ja, okay. Und beim nächsten Konzert wieder, wir mussten beide noch einfach mitten im Konzert. Müsst ihr mal beobachten. Kommt mal nach Wien, werdet ihr sehen. Vielleicht wird die Band dann sowas auseinanderbrechen. Könnte sein. Jetzt schon das Letzte, oder? Der Zauber der Musik gibt auch dir die Kraft, geh den nächsten Schritt. Dann hast du es geschafft. Der Krieger zeigt dir ein Stück freies Land, einen Platz in deinem Kopf, den er fand. Er gibt dir deine Hand, die du berührst und spürst das einzige. Alter Krieger, brauchst mich. Das ist wie die Mitternachtsformel oder wie das heißt. Wobei letztens habe ich einen Text von Tag am Meer vergessen. Live. Okay. Das hat mir Michi Beck auch sehr übel genommen. Vielleicht zerbricht die Band auch daran. Okay. Und dann habe ich gesagt, aber Krieger habe ich gekonnt, wie immer. Also stell dir nicht so an. Danke dir.